Da im wunderschönen Vogelpark Walsrode, schöne Aussicht. Noch mal eben ganz kurz. Keine Hunde dürfen mit rein. Rollerskates, Inliner oder Dreiräder. Alles nicht erlaubt. Let's go. Sachen kann man hier genug kaufen. Hier gibt's alles. Plüschis, Müschis. All in. Nur noch mal, dass ihr Bescheid wisst. Na, was für die Galerie zu Hause, für die Pinnwand? Den der ist es? Schön. Ja, ich glaube, den nehme ich. Gut, den nehmen wir. Der ist gut. Coco, was haben wir hier entdeckt? Richtig, wer keinen mit hat, hier sind limitierte, ich glaube, 2, 4, 6, 7 Stück. 7 Bollerwagen, 10 Euro, kann auch angemietet werden. Jeder, der sich kurzfristig dafür entscheidet, so wie wir. Wir leihen uns jetzt nämlich ein, weil ich habe keine Lust, sie hat schon gesagt, sie möchte nicht die ganze Zeit laufen. da rein, Abfahrt. Okay? So Leute, und eine Sache will ich euch nicht vorenthalten. Für so Leute wie mich, für Ältere, haben sie natürlich auch was. Wahnsinn, oder? Ja, echt cool. Ich überlege, ob ich mir jetzt so ein Ding hier hole und mir den leihe. Aber ich weiß nicht, ob ich den bekomme. Nee, wisst ihr Bescheid. Für die etwas Älteren von euch. Mega. Und Coco, wie findest du das hier? Sehr gut. Was sagst du dazu? Bis jetzt? Ist es in Ordnung? Aber wenn man das so sieht, es ist zwar, guck mal, wir haben jetzt zu dritt knapp 85 Euro bezahlt, 2 Erwachsene, ein Kind. Wenn man so sieht im ersten Augenblick, hört sich das viel an, das ist auch viel. Aber man macht es ja wahrscheinlich nicht jedes Jahr, sondern wahrscheinlich alle 2, 3, 4, 5 Jahre. Und dann ist es auch völlig gerechtfertigt, die halten das hier wirklich in Schuss. Ja. Und wenn du dann so eine Optik, gepflegte Optik geboten bekommst, ist es das einmal wert. Also, und wir haben gerade mal nur die Hälfte durch, ne? Nicht mal. Noch nicht mal. Nicht mal ein Viertel, wenn überhaupt. Also Preis-Leistungs-Verhältnis bis jetzt. Ist zwar viel Geld, aber es ist gepflegt. Also die nutzen das Geld, um den Park wirklich weiterzuentwickeln. Lohnt sich. Ja. Ja, wir warten noch eben und dann gehen wir gleich die anderen Tiere angucken. Bist du schon gespannt, was hier noch kommt? Ja? Adler. Adler kommt noch. Was kommt noch? Die Show von Adler. Die Adler-Show kommt noch, genau. Was machst du? Spielplätze. Spielplätze. Möchtest du auf dem Spielplatz auch mal zwischendurch oder willst du erst mal angucken? Auf dem großen Spielplatz. Auf dem großen Spielplatz? Okay. Wir werden gucken. Coco. Findest du das gut hier? Ja. Ja, hast du deinen Spaß? Und jetzt? Sie will weiter, also hat sie ihr Spaß. So Leute, mir ist aufgefallen, wir haben uns eben so beim Spielplatz mal ein bisschen die Videos angeguckt. Ich mache hier richtig Werbung für Check24, also wenn das einer von euch sieht, Check24, der nächste Urlaub geht auf euren Nacken, ist das klar?
unglaublich schön. Also wer Natur liebt, kommt hierher. Das ist so schön. Ich bin so emotional gerade, das ist so gepflegt, so sauber alles. Dieses satte Grün und so. Ja, Mann. Schön ist es hier wirklich. Sehr gepflegt und sehr schön. Ne? Was sagst du dazu? So Leute, wir melden uns noch mal kurz vor Abfahrt. Jetzt Qualität ein bisschen schlechter, weil jetzt mein Handy dran, ihr Handy ist Akku alle. Was sagst du zu dem Tag, Schatz? Wie war's für dich? War ein schöner Tag, war mega, war schön, hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Für den Preis hat sich das gelohnt. Für den Preis, naja, da war ja nicht ohne. Ja, okay, aber wir sind auf unsere Kosten nicht enttäuscht worden, sagen wir mal so. Ne? So, also, genau. Also für die Familien und Kinder, die hierher kommen. Kinder kommen natürlich voll auf ihre Kosten. Ja. Die Erwachsenen auch, wenn man mal den Vogelpark in Betracht sieht. Ansonsten ein richtig geiler, ich sag euch mal. Highlight, das ist auf jeden Fall ein Highlight. Also, wenn man das hier sehen kann, so richtig, ein richtig geiler Spielplatz. Ja. Also wenn gar nichts mehr geht, kommt hierher, hier kriegt ihr die Kinder auf jeden Fall beschäftigt. Ja. Auch zwischendurch, wenn ihr durch den Vogelpark geht, ist riesig, sehr groß. Sehr viel immer Natur. Immer wieder Möglichkeiten, sich auch hinzusetzen, Pausen zu machen. Also top, man kann so in eins durchrutschen. 5 Spielplätze oder so waren da, ne? Aber das hier, der ist am Eingang hier gerade, das ist der beste. Da sind wir aber zum Schloss hingegangen. Wir haben erst den Vogelpark besichtigt und sind dann zum Spielplatz gekommen. Besser ist, wenn wir die Lütze hier den Spielplatz gesehen hätte, dann wären wir bestimmt immer noch hier gewesen. Ja. Oder sie wäre dann so kaputt und hätte nichts mehr von den Vögeln mitbekommen. Also die Reihenfolge ist auf jeden Fall angebrachter, dass man erst Vogelpark sieht und dann Spielplatz geht. Noch was? Ist noch irgendwas Brisantes Essen aufgefallen? Auch. Essen war auch ja, mega lecker. Ja, haben wir auch getestet. War auch sehr gut. Also kann man machen. Gibt es auch viele Möglichkeiten. Genau. Hunger wird man hier nicht. Preise sind auch anständig. Pommes, was waren das? 3 Euro? 4,70. Ganz normale Preise. Das war jetzt nicht erhöht, aber... Hast du ja bezahlt. War mega lecker. Wirklich. Okay. Also allgemein, der Tag war angenehm. War ein guter Tag. Kann also man machen. Also ich bin irgendwo zur Ruhe gekommen. So. Ja, aber sehr subtropisch. Also sehr viel Grün. Genau. Sehr viel Grün. Beruhigt. Hat immer eine beruhigende Wirkung. War ein schöner Tag, hat sich auf jeden Fall gelohnt. Mhm. Na, ja gut, Leute, dann würde ich sagen, oder hast du noch was auf dem Herzen? Nö. Nö, außer mich nicht. So, wir beenden das Video jetzt. Ja. Bewertung 1 von 10? Ganz ehrlich, gute Frage. Ich habe hier nicht viel auszusetzen gehabt, ehrlich gesagt. Also es kam unerwartet. Ich würde sagen, sogar eine 9. Ich 9 auch. Von 10. Ja, ich auch. Coco, was sagst du? Die ist am Spielen. Ja, die ist weg. Alles klar, Leute. Haut rein, viel Spaß. Bye. Bleib gesund. So, auf Wiedersehen. Okay. Ja, bye. Wolltest du was sagen? Nein. Bye, bye, bye. Beißen, beißen, beißen. Was vergessen? Das Allerwichtigste von allen haben wir vergessen. Oh mein Gott. Sitzt hier, holt Stift und Zettel raus am besten und schreibt euch das auf, notiert euch das, dass ihr es nicht vergisst, wenn ihr hierher kommt. Das ist das Allerwichtigste. Bevor ihr hierher kommt. Ach so. Liken und abonnieren nicht vergessen. Ciao.